Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir haben jetzt zumindest mal den Aufenthaltsort von Shinkas Vater erfahren. Mal gucken, ob wir da ein bisschen was rausholen können. Also ab nach Süden. Na du? Da will jemand Bogen schießen. Sowas. Der ist da irgendwo und hier irgendwo muss dann auch sein Vorrat sein, ne? Fällt da irgendwas auf? Obwohl, ich glaube, es ist wahrscheinlich sinnvoller, wenn ich da nachts hingehe und buddel. Irgendwo im Westen war das ja, glaube ich. Vielleicht da hinten. Ja, ich bin, glaube ich, schon wieder außerhalb. Da ist der Gerber. Was ist das? Na komm, ich glaube, wir reden erstmal eine Runde mit dir. Was war das denn? Guten Tag. Ich suche deinen Sohn. Irgendeine Idee, wo er stecken könnte? Ich weiß überhaupt nichts. Weißt du wenigstens, wohin er für gewöhnlich geht? Es ist wichtig. Enik lässt sich alle Jubeljahre mal zu Hause blicken. Also weiß ich nicht, wo er sich rumtreibt. Und selbst wenn ich's wüsste, warum sollte ich's jedem Hinz und Kunz erzählen? Hüte deine Zunge, Bauer. Ich bin ein Gesandter des Herrn Ratzig Kobilla. Schluss mit deinen Ausflüchten. Du sagst mir jetzt auf der Stelle, wo dein Sohn ist. Entschuldige, falls ich dich beleidigt hab, junger Herr. Aber ich weiß trotzdem nicht, wo er steckt. Tauchte vor einer Weile beim Haus auf und verschwand kurz darauf fluchtartig. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ach. Was? Na, pass auf, mir ist klar, dass der Bursche eines Tages am Galgen endet. Aber ich bin noch immer sein Vater. Du kannst nicht verlangen, dass ich meinen eigenen Sohn verpfeife. Wenn dir sein Leben lieb ist, bete lieber, dass ich ihn finde. Denn ich bin nicht der Einzige, der nach ihm sucht. Das kommt wenig überraschend. Und wenn schon. Wenn dich Herr Ratzig schickt, gibt's nur eins, das Hinik erwartet. Der Galgen. So muss es nicht enden. Wenn Hinik kooperiert, kann er seinen Hals retten. Also beruhigt hast du mich nicht, aber zur Hölle damit. Ich sag dir, was ich weiß. Also gut. Er war vor ein paar Tagen hier, ist aber sofort wieder weg. Sah aus, als ob er es eilig gehabt hat. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ich hab eine Vermutung, aber ich weiß nicht, wohin genau. Ich verstehe nicht. Enik verdient mit der Wilderei was nebenher. Er hat ein paar Mal vor mir geprahlt, was für ein tolles Versteck er in den Wäldern entdeckt hat. Aber er hat mir nie verraten, wo es ist. Nun, das ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Danke. Ich würde mit dir gern über deinen Hinek sprechen. Ich hab viel zu tun, also mach's kurz. Weißt du wenigstens, mit wem er befreundet ist oder mit wem er sich trifft? So viel ich weiß, wechselt keiner hier im Dorf ein Wort mit ihm. Mir kam zu Ohren, dass er ein Zubermädchen trifft. Vielleicht. Umsonst bekommt er's nicht, also wird er wohl zu den Bädern müssen. Hast du denn keine Vermutung, wo sich dieses Versteck befinden könnte? Ich weiß wirklich rein gar nichts drüber. Wusste nur, wann er von dort gekommen ist, mehr nicht. Wie das? Weil er immer ein paar Felle zum Gerben und Münzen mitgebracht hat. Er hatte Geld, weil er das Zeug sofort weiterverkauft hat? Schätze, ja. Hat nie was von der Beute hier gelassen. Weißt du, wem er sie verkauft hat? Nein, aber der Schankwirt kam ab und an vorbei und gab ihm Geld. Natürlich hätte es für Fleisch sein können.
Gut, ich frage beim Gasthaus nach. Was weißt du noch? Nichts. Ich schwör's bei Gott, mehr weiß ich nicht. Hinnik hat mir nie was gesagt. Ich weiß, er hat mit dir nie darüber geredet. Aber dir muss doch etwas aufgefallen sein. Wie lang war er fort? Welche Kleidung trug er? Wie sah er aus, wenn er zurückkam? Irgendwas? Nun ja, er kam und ging zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich weiß wirklich nicht. Außer vielleicht, wenn er heimkam, war er von Dornbüschen zerkratzt und hatte Blätter und Matsch an sich kleben. Also ging er womöglich durch dichtes Unterholz, um diesen Ort zu erreichen. Schätze ja, was weiß ich schon. Geh. Und wenn er wirklich tief in der Scheiße steckt, versuch bitte, ihn zu finden. Ja, ich guck mal. Aber gut. Was ist los? Brauchst du Hilfe? Was haben wir denn eigentlich? Warte mal, hier sind ein paar Steine. Ah, guck mal, da war da was. Hier könnten wir also zu graben beginnen. Ich glaube, das machen wir echt nachts. Hey, wer ist da? Ich würde hier gerne mal graben. Theoretisch könnte ich einfach eine Runde warten. Rennst du mir die ganze Zeit hinterher? Wir haben doch gerade schon geredet. Mach doch mal nicht so einen Stress. Du bist einfach nur ein Dorfbewohner? Ja, dann würde ich sagen, wir pennen mal kurz bis nachts. Wohl haben wir was zum Verkaufen? Weiß gar nicht, habe ich irgendwas Neues eingesammelt im Moment? Ja, doch, ein bisschen was. Ich glaube, die sind auch alle, na gut, doch, die sind glaube ich auch alle mehr oder weniger gestohlen, die Dinger. Na, mal gucken, was wir davon loswerden. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. So, wir haben ja schon mal... Achso, wir könnten was Neues über Stinker tatsächlich. Doch nicht. Gott behüte dich. So, dann schauen wir doch mal. Ah gut, wir haben keine so gut. Naja, besser als nichts. Den Dolch behalte ich auf jeden Fall. Der kann ja eigentlich mal weg. Dann Rüstung. Quatsch. Weg, weg. Weg. Braucht kein Mensch. Und dann hätten wir auch... Ich glaube, ich überlasse ihm das mal, oder? Ja, das sollte passen, denke ich. Obwohl, das wären 50. Komm, wir packen die Beilinge raus und gucken, ob wir da was rausholen können. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Mal gucken, was wir da hinkriegen. Was hältst du davon? Sind wir uns einig? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Sagen wir 25. Endlich eine vernünftige Summe. So, das heißt, du hast jetzt aber auch kein Geld mehr.
Das heißt, wir packen das nochmal ins Pferd. Achso, ich hatte irgendwo... Irgendwo habe ich ein Level-Up. Das ist ein neuer Perk. Ah, Trinkfestigkeit. Sehr gut. Bin ich doch eher der Biertrinker. Oder war eine Trinkgewohnheit. Obwohl das gar nicht mal so gut ist, glaube ich. Ne, mach mal. Zack. Dann müsst ihr anderen besoffen sein. Was natürlich auch nicht verkehrt ist. Es hat halt auch seine Vorteile, anderen besoffen zu sein. Gott sei mit dir, werter Herr Ritter. Kann ich behilflich sein? Du kannst mir doch was abkaufen. Ich glaube, das dürfte aber auch nichts. Obwohl. Na, gucken wir. Scheint doch was Neues zu sein. Was kannst du mir über diesen Hinek sagen? Was ich dir sagen kann? Er ist nicht sonderlich beliebt. Keiner will mit ihm reden. Warum nicht? Ich tratsche nicht gern, aber er soll zwielichtige Gestalten kennen. Wie ist der Gerber so, Hineks Vater? Je seltener ich ihn zu Gesicht bekomme, desto besser. Nicht die beste Gesellschaft. Warum wird er eigentlich Stinker genannt? Was denkst du denn? Weil er ein Gerber ist, deshalb. Warum mögen ihn die Leute nicht? Der alte Gerber ist kein einfacher Mensch, aber ein Sohn sollte seinen Vater nicht enttäuschen. Hinek hilft ihm nicht, weil er immer viel zu beschäftigt ist. Will gar nicht wissen, womit. Und redet wirklich keiner mit ihm? Diese Metze Adela gibt sich natürlich mit ihm ab. Eine Metze? Arbeitet als Zuba-Mädchen im Badehaus. Ist dasselbe. Gott behüt dich. Okay. Ja, war auch nicht so aufschlussreich. Wie gesagt, eigentlich wollte ich ja gucken, ob ich das Zeug noch verkaufen kann. Ah gut, dann kommt es wieder ins Pferd. Ist jetzt zwar nicht so teuer, so schwer, aber hey. Zack. Ein bisschen was hat's ja doch gebracht. So, dann rasten wir mal bis nachts. Und gucken, ob wir dann eine Runde buddeln können. Und dass uns dann jemand großartig dabei stört. Hi. So, Hühnchen. Ach stimmt, ich wollte mir mal noch irgendwann schwarze Klamotten holen für so Schleichaktionen. Fällt mir ein. Ach ja, und speichern könnten wir auch nochmal. Sicher ist sicher. Die sollen da drin mal ruhig rummachen. Ich habe hier Besseres zu tun. So, was haben wir denn da Schönes? Ein robuster Gambeson, okay. Müssen wir doch reparieren. Und ein paar Groschen, cool. Das hat sich doch gelohnt.
So, neue Hauptstufe. Das heißt, was haben wir denn? Rohling, Speer 2, Gelehrter ist vielleicht auch nicht schlecht. Verbände sind effektiver. Wieder als erheblich schneller als sonst. Achso, genau, ich glaube, das wollte ich ja nicht machen. Speer klingt gut. Cool. Dann hätten wir das soweit. Jetzt wissen wir, dass der sich irgendwo im Wald rumtreibt. Wo führt das hin? Sollen wir wieder zur Madame gehen? Ach so, genau, nee, ich sollte mit dem Wirt reden. Naja, mal gucken, ob der irgendwas Neues weiß. Wahrscheinlich wird er auch mittlerweile schon im Bett sein. Hallo, gibt's noch Bier? Wo ist es noch? Geht noch ein bisschen was ab, ne? Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Du hast nichts Neues zu stinkern. Kann ich hier schlafen? Ja, hier ist noch Platz. Für wie lange? Nur die eine Nacht. Gut, aber zuerst das Geld. Sind schlimme Zeiten. Ja, ja. Hier, bitte. Du hast das Zimmer ganz für dich. Keiner wird dich stören. Sehr schön. Wo soll ich schlafen? Das ist leicht. Sobald du reinkommst, ist am Ende des Raumes zur Linken eine Tür, die zur Schlafkammer führt. Dort ist bereits alles für dich vorbereitet. Das ist doch mal nett. Alles Gute. So, der wird wohl nicht hier rumrennen, oder? Ja, der scheint da drin irgendwo zu pennen. Wir haben, glaube ich, auch schon länger nichts mehr gegessen, ne? Ich. Aber sowas von. Ist das hier? Ja. Gut, dann habe ich noch irgendwas zu lesen? Ich glaube nicht. Also nichts, wo ich halt irgendwas rausziehen kann, wie es aussieht. Ah, ich glaube, nee, die habe ich ins Dings gepackt. Die Truhe. Ja, dann. Pennen wir mal eine Runde. So, ich hoffe, dann ist dann auch der Wirt wieder fit um die Uhrzeit.
Gut, einen wunderschönen guten Morgen, Heinrich. Da ist die Schankmaid. Bist du da unten? Scheinbar, aber auch noch nicht fit. Ach, Herr Wirt. Ich will doch noch mal kurz mit dem über den Stinker reden. Wer bist du so? Ach so, der Spieler. Können wir auch mal irgendwann uns vielleicht noch mal anschauen. Na, Quatsch. Ich hoffe mal, dass jetzt hier aber langsam mal was abgeht. Warten wir mal bis kurz nach 8. Ich hoffe, dann kommt der Wirt hier mal langsam zum Pushen. Und die Sattel geht auch wieder runter. Vielleicht ist ja mittlerweile auch das Gulasch wieder nachgefüllt worden. Ah ja, guck mal. Guten Tag. Ich möchte mich wegen Hinek erkundigen, dem Gerbersohn. Dann frag woanders. Ich habe nichts mit Stinker zu schaffen. Er würde mir nur die Gäste vergraulen. Ach, da habe ich was anderes gehört. Nämlich, dass ihr beide Geschäfte macht. Wer bist du überhaupt? Ein Freund von Hinek. Er ist verschwunden und ich muss ihn finden. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber wenn du den Bastard findest, dann sag ihm, dass er mir noch Waren schuldet. Mir ist scheißegal, welche Geschäfte ihr beide getätigt habt. Ich werde keinem davon erzählen. Ich will nur wissen, wo sich Stinker aufhält. Was haben unsere Geschäfte damit zu tun, wohin er verschwunden ist? Mehr als du denkst. Wahrscheinlich hält sich Stinker in seinem Wilderer-Versteck auf. Und glaub mir, es war ein leichtes herauszufinden, wer Wild von ihm kaufte. Und es wäre sogar noch leichter, das zu melden. Wildern ist ein Verbrechen. Na gut, na gut. Aber versprich mir, dass du keiner Menschenseele von unserem Handel erzählst. Du hast mein Wort. Gut. Also, was willst du wissen? Wie viel Wild hat er dir gebracht? Nicht viel, ein paar Tiere. Die Nachfrage hier ist nicht so besonders. Manchmal will der niedere Adel was, ansonsten landet es in der Wurst. Wie ich hörte, hat Hinek ein Versteck im Wald, das er zum Wildern nutzt. Weißt du, wo es sich befindet? Nicht genau. Soll heißen, ich habe nicht den blassesten Schimmer. Aber? Ich weiß, dass es ein dunkler Ort ist. Eine Höhle oder ein alter Minenschacht. Wie kommst du darauf? Immer wenn Stinker wildern ging, kam er zuerst wegen Kerzen und Lampenöl zu mir. Er brachte dann das Wild gehäutet und ausgenommen. Und dafür hat er wohl Licht gebraucht. Und weißt du, ob es hier Minenschächte gibt? Da wären ein paar. Einen hat's am anderen Flussufer, ein kurzes Stück abseits des Weges, der von der Schmiede nach Westen führt. Dann wäre da noch einer östlich des Dorfes, oben im Wald über der Felswand. Und ich hörte, dass es einen Schacht in der Landspitze gibt, dicht am Wasser. Danke. Nichts zu danken. Bricht dir aber nicht das Genick. Das ist zerklüftetes Gelände und man fällt leicht in einen Schacht. Alles Gute. Okay, dann haben wir jetzt Minenschacht und Felswand. Und eine Felshöhle. Und ich wollte nochmal nachgucken, wie sieht's aus. Ist hier... Nein. Kein Gulasch nachgefüllt worden. Frechheit. So. Da haben wir noch jede Menge... Orte. Oh. Das ist die Höhle. Minenschacht über der Felswand. Und am linken Flussufer. Mhm. Interessant.
Was ist das für eine Quest? Achso, die Hexerei mit dem Sasawa Schmied. Na gut, aber ich glaube, ich gehe jetzt noch einmal hier eine Runde in Ledeschko eine Runde spielen. Komm, wir gehen mal ins Badehaus. Dann können wir uns das mal anschauen, was da so abgeht. Was können wir eigentlich beim Schneider machen? Achso, ja, Schneider, kein Friseur. Ich glaube, es gibt aber auch irgendwo einen Friseur, dass man so irgendwie ein Bart stehen lassen können oder so. Aber genau, du könntest mal gucken, unser Gambeson reparieren, das wir gefunden haben. Das wäre ganz nett. Oder ist zu? Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Finde ich auch. Mach's gut. So, ja, das lohnt sich ja tatsächlich. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. So. Was sagst du dazu? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Endlich eine vernünftige Summe. Finde ich auch. Danke. Und jetzt können wir die anderen Gambeson. Warte mal, ist der besser? Ich glaube, das macht nichts aus. Der hat 9 und der Warhaus Gambeson hat sogar 8. Ist halt geklaut. Aber hey. Gut, dann wechseln wir das mal aus. Dann kommt der Warhaus-Gambeson, kommt in die Kiste. Ist ja doch so ein bisschen besonders. Gut, dass wir unser Zimmer noch haben. Ja, und ich glaube, da will ich nämlich in der nächsten Folge mal, dann reite ich jetzt nochmal zurück nach Rattay und ich würde in der nächsten Folge mal eine Runde trainieren mit dem Bernhard. Wie gesagt, ich guck's mir, können wir uns das einmal zusammen in der Folge anschauen? Hey, was ist denn hier zu? Ist das mit dem Zimmer schon wieder erledigt oder was? Scheint so. Ich glaube, meine Nacht ist vorbei. Habe ich das dann keine 24 Stunden? Ah ja, genau, dann würde ich mich jetzt mal auf den Weg machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Captain Bernhard wieder, außer das klappt nicht. Dann machen wir hier wieder weiter. Also es gibt irgendwas, dass wir da jetzt nicht trainieren können. Wahrscheinlich, weil dass wir irgendwie mit der Hauptquest noch weitermachen müssen oder so, keine Ahnung. Von daher bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.